Genau, das können dann die sein. Oh, normale Gestalt wild. Die wir stehen haben lassen hier. Das waren schon noch eine Menge. Warum nicht normale Gestalt ließ. Die erwischt man so schlecht als Melee irgendwie, so nicht. Irgendwas? Nee, oder? Das ist nur so. So 21 von 22? Durch das Töten von Feinden. Ist die ganze Karte aufgedeckt, nachdem ich das abgeschlossen habe? Könnt ihr auch mal andere Sachen looten, oder? Ich kann ja bald eh wieder verkaufen. Also falls es, das heißt, ich immer wieder in dieses Hub da komme, dann kann ich einfach ein bisschen looten, um ein Ding zu kriegen hier. Kohle und kann trotzdem vergleichen. 21 von 22, das ist ja scheiße. Aber ist gut, egal wo ich jetzt hingehe, ich komme einfach weiter. Durchs Portal öffnen, durchs Klicken. So kann ich es hier on the fly irgendwo machen. Hier sind noch welche, schau mal an. Immer noch nicht voll. Ich frage, es bringt es halt dann was, wenn man das voll macht? Weil hier waren wir ja schon hier unten. Hier unten vielleicht. Hier waren wir auch. Da siehst du ja direkt, wo Loot ist, da waren wir ja. Passt nicht ins Inventar. Sortieren Material. Wo könnten... Okay, die Frage ist jetzt, ich weiß nicht genau, wie viel Einfluss das irgendwas hat. Bonusstabilität. Kriege ich dann mehr Punkte, mehr Erfahrung? Ich habe halt keine Ahnung. Da müsste ich mir echt mal so ein Video anschauen mit Dingen, die ihr nicht wusstet oder die halt wichtig sind mit dem Spiel. Ja, ich habe schon so ein Video gesehen, ich habe mich voll aufgeregt. So Grundsachen erklärt. Quasi, wie geht man? Wie nimmt man einen Heiltrank? Was? So aufgeregt. Davor so eine Scheiße, tausende von Klicks. So ganz dumme Sachen erklärt. Ich finde keinen mehr. Ah, hier, was macht denn? Hey, wieso sind die denn noch hier? Die tauchen einfach auf, wenn man hier hingeht, oder was? Und bevor der Tod ist, hat man das schon erreicht, das Ziel. Okay. Bodenstabilität, alles voll. Mit dem. Und wo? So, ich muss hier hingehen. Hier gleich wieder Loot bestimmt. Warte mal. Nahkampf, das da. Nee, nee. 83 Rüstung. Nee, nee, nichts für mich.
Auch nichts für mich. Okay, 70 Dingen im Multiplikator ist krass. 104% erhöhter Nahkampfschaden. Boah. Ich jetzt hier drauf gehe. Erhöhte Nahkampf ist viel weniger. Aber dafür ist. Wieso steht nicht einfach irgendeine Zahl da? Eine kritische Trefferchance, Gesundheit. Ich glaube, ich kann alles verkaufen von hier. Machen wir das erstmal, bevor wir wieder Loot kriegen hier. Yes. Yes. Hi, was geht? Take that. Okay, hier klicken. Zack. Achso, da geht's weiter. Sondern hier in der Mitte irgendwas. Erfahrung bekommen. Geil. Okay, zerschmettert ein Gestein, kommt die Unterdrückung. Nahkampfschwerte ist ein Stein, bringt mir nichts. Eisenstulpen. Angriffsgeschwindigkeit ist nice. Irgendwelche Stiefel. Stufe 30. Die haben halt mehr Gesundheit. Ich muss noch mal kurz schauen. Movement Speed, Cooldown Recovery, Health und Increased Health. Ist krass, krass. Biss ist das gleiche. Martial Seal Citadel of Boots of Lu. Was? Lu? City irgendwie? Increased Movements mit den Increased. Also Cooldown Recovery auf die Stiefel eigentlich hauptsächlich. Und Bewegungstempo. Ja, hier ist sogar 14 auf den. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht genau so sagen, ob das gut ist oder nicht. Okay, ich habe 2 geschafft und ob man da jetzt Bonus bekommt. Achso, warte, ich habe ja Level 60 erreicht. Habe ich da jetzt mehr Punkte? Bei Lich, ich glaube, hier rein. Skills? Gar nichts. Gut. Ach, hier liegt ja noch was. Jo, Alter, die können wir alle verkaufen, die Sachen. Die sind ja nichts für mich. Trotzdem auch wilde Sachen dabei hier. Trotzdem auch interessante Sachen. Nehmen wir einen Katalysator, okay. Kauf mal die mal Yes. für Kohle. Aber mal für Kohle verkaufen, okay. Take care. Glaube, es geht weiter, oder? Oh, wie, oh Gott, es will, wie geht's denn? Wie lädt's denn hier lang? Oh mein Gott, ich kann ja hier abgeschlossen, abgeschlossen. Ich kann auch hier lang, ich kann da lang, ich kann oben lang. 15% Gegner haben, okay. Gegner 15% Bewegungstempo und Schadenswirkung. 15% der Gegenstand selten, also Erfahrungsgewinn. 30% mehr Ausdauer hatten wir ja schon. Ja, vielleicht kann ich ja alles machen. Ich gehe mal hier lang. Gehen wir mal da lang. Weiß ja nicht, ob ich alle machen darf. Ich mach mal das. I do this now. Oh, das sieht ja schick aus. Mal wieder heller hier. Aber neblig. So eine Art Sumpf anscheinend. Ach, dieser Typ mit dem scheiß Lazy, der mich am Anfang schon sehr gestört, ne? Und die mich eigentlich einer von den meisten gestört haben.
Wie viel haben die 30% mehr Ausdauer? Okay. Jetzt weiß ich halt immer noch nicht, ob das sich gelohnt hat hier. Ob sich das gelohnt hat. Dass ich hier das voll gemacht habe. Ja, haben wir jetzt eigentlich die Götzen alle freigeschaltet? Ja, gell? Haben wir ja schon die ganze Zeit. Okay. Was ist denn hier eigentlich? Warum ist hier dieses Scheißding da? Okay. Bist du, hab ich irgendwie gerade verrückt? Oh, hier ist sogar so ein kleines Bösschen hier drin. Und genau die ich nicht mag. Rausnehmen, bevor meine Gestalt endet. Und der kommt, der macht sofort eine Straße. Also Straßen sind in diesem Game einfach Main. Es kommt auch noch so ein scheiß Laserfuzzi, ey. Stiefel sind mächtig, sagt es hier. Götze, Schadenflüche, erhöhter Explosionsbereich für flüchtiger Zombie. Scheint Magierhelm, ja, bringt nicht so viel. Stärke, Gesundheit erhöht. Oha, das ist ja sowas, was ich eigentlich immer brauche für das andere Gear, nur genau auf den Stiefel nicht. Zack. Also noch andere Stiefel hier. Hier habe ich halt wirklich mehr Gesundheit. Aber die Gesundheit sinkt jetzt hier mit dem wieder. Hier noch mehr. Plus RP-Rack 5 Sekunden. Prozent. Okay, jetzt steht die LP sogar. Ne, die sinkt oder? Die Gesundheit. Egal. Zu viel zum Vergleichen, das Ganze. Durch eh die falsche Entscheidung treffen. Lohnt sich die Zeit gar nicht, das ist der Aufwand, sich anzuschauen. Okay, zack. Oh, wieder so ein spezieller Fuzzi. Dann perfekt, wenn die hier alle reinkommen, dann kann ich sie zudotten. So ein Laser-Guy. Wert, alle zu töten? Ist es wert, alle zu töten und diesen Bonus mitzunehmen? Was heißt denn Stabilität? Bleibt dann das Ding länger abgeschlossen? Yo, eine Kanone hier. Die einfach auf mich draufballert, die Sau. Heftig, was die hier aushalten, sogar mit der Explosion. Ja, 30% mehr Ausdauer, klar. Normale Gestalt, schwierig. Bringt's auch nicht viel mit der Explosion. Drei Laserfuzzis, hier kannst du dir nicht vorstellen, wie wild das ist.
Hey, was willst du noch von mir? Bist du so ein Typ, der sonst am Schluss gefehlt hätte, oder? Muss ich echt schauen, dass ich immer hinter dem bin. Sieht mir immer so aus, als ob der gar keinen Schaden kriegen würde, wenn er da... Oh... Wenn der mehrere sind, die in verschiedene Richtungen lasern, ist halt auch so eine Sache. Wo würde ich ihn denn hinstellen? Will man sich denn dann hinstellen? Normale Gestalt doof. Dauert noch ein bisschen, deswegen brauche ich ganz viel Cooldown Reduction. So ist das schön. Schön gesammelt in der normalen Gestalt und dann einfach kaputto gemacht. Okay, wunderbar. Ja, hier ist dann das Ende gleich. Musst du nachlesen, wo die vor die Vorteile sind. Bonusstabilität. Ob man lieber mehr grindet oder ob man die Stabilität versucht, so hoch wie möglich zu machen. Zack, zack, zack. Immer schön mit meinem Schnitter. Mit meiner Schnittergestalt hier. Oh, normale Gestalt wild. Gott, das muss man euch nicht gesehen. Muss man ja echt auf alles achten hier. Jo, weg da. Zieh den Heiltrank mit und dann können wir weitermachen. Ich muss ja da hingehen, ich kann ja nicht einfach da hier. Aus dem AOE raus ist zwar geil, aber... You must not take me. Naja, ich denke schon, was hier los ist hier. Schon was hier los ist. Normale Gestalt will. Mit der AOE geht's. Bogenamulett, Dienerschaden, Wurfschaden, physischer Widerstand. Kann man teuer verkaufen, auch wenn es nicht wirklich was für mich ist. Erhöhte Abklinggeschwindigkeit und plus 2 alle Attribute, super. Das habe ich schon gesehen, das ist geil. Das sind ja genau die Sachen, die ich eigentlich brauche als Hauptding. Assassin Opalring der Reflexion. Jo, passt. Erhöhte Abklingzeit, wichtig.
so viele Laser gleichzeitig. Ich dachte, die kommen halt. Die Säcke. So viele Laser hier. Aus allen Richtungen. Da reicht es gar nicht mit dem Au hier. Ja, da ist noch so ein Laser-Guy. Also, was ist... Also, das ist ja schlimm mit denen. Zack, 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 zack. Der Schwäche. Wurfschaden, Chance bei den erhöhten Giftschaden. Ganz viel mit Diener bekomme ich immer. Nee. Okay. Ah, die muss man aufmachen, den manuell. Zombies. Ach, wir haben schon 24 von 24. Geil. Bevor wir beim Ziel angekommen sind. Ja, dann passt ja. Dann erübrigt sich ja hier die Frage. Was ist das schon wieder für einer hier? Level haben wir auch gemacht. Schön. Ja, lebt er immer noch? Normale Gestalt hier, hat er mich fast getötet jetzt hier. Was ist das? Oh. Normale Gestalt, schwierig jetzt. Nur so ein kleines Ereignis noch am Schluss hier. Beim Erreichen des Ziels anscheinend. Ah, befürchte ich auch. Echo erobert. Schön. So, lauf doch über das Gold hier. Okay, Götze, Magier, Akolyten. Ja, Zaubertempo. Weniger Gesundheitsregeneration, weniger Schaden im Laufe der Zeit. Aber dass der hier so runtergeht, ist krass. Das finde ich nicht so toll. Noch ein paar Sachen. Ach so, da sind ja noch welche. Loot noch ein paar Sachen, damit ich dann verkaufen kann. Ich habe ja überall liegen lassen hier. Da. Hab doch bis Inventar voll, ist fertig. Fertig, Hammer. Geht's noch ein bisschen. Nee. Geh mal. Geh mal, haben wir auch geschafft hier. Ich tu mal die Sachen hier alle rein. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas habe, was ich brauche. Widerstand. Die Stiefel sind schon krass, ey. Stiefel sind schon krass. Aber ich habe überhaupt Mana-Rack. Erhöhter Dienerschaden. Dienerschaden. Okay, die sind, also ich würde halt, je nachdem, was ich für Speck noch spiele, die Sachen mit dem Dienerschaden aufheben. Das sind zwei Sachen. Zwei Dinge nur mit Dienerschaden. Nahkampf, Angriffsgeschwindigkeit. Dienerschaden habe ich ja schon zwei. Schutzverfallgrenze, Trankslots. Grundschaden, Angriffsschaden, na, das ist Blödsinn. Ich habe keine 2 bekommen, oder? 86. Ich habe 82, habe aber Nahkampfangriffsgeschwindigkeit.
Schaden im Laufe der Zeit, Giftschaden, Chance auf Gift beim Kampf. Ich habe hier bei dem auch irgendwie Gift gesehen. Critical Strike. Reduces Damage Taken. Was ist hier Damage Taken? Bonus Damage Taken von Critical Strikes 78%. Gain a stock of Hovering Claim when use Harvest and hit at least one enemy. Using Harvest while at two stacks of Harrowing claim a set of Consume. Okay. Okay, das sind noch kranke Items hier. Increased Cooldown Recovery. Melee Damage Leech, Void Damage Leech, Increased Leech Rate, Increased Movement Speed, Chance to Avoid Doom on Hit, Void Penetration mit Doom. Okay. Okay. Ja, verkauf mal dann. Yes. Ich hoffe, ich verkaufe nichts, was ich unbedingt brauche. Take care. Zauberstab 73. Ich habe mir halt gar nicht angeschaut, was die anderen Specs haben. Okay. 31 Nahkampfschaden, Zauberschaden 5. Castgeschwindigkeit, der Heilung, der Elementarschutz. Intelligenz, 62, 60. Ich glaube, das ist auch nichts für mich. Yes. Okay. Der wird mir ja sagen, der Filter, wenn ich was Krasses Take hab. care. Ja, dann geht's weiter. Hier war das? Hier war das. Okay, dann bin ich. Wie krank ist das denn? Wie geht's denn weiter? Das geplünderte Lager. Das geplündert Lager. In dieser Zeitlinie sichert das unsterbliche Imperium einen entschiedenen Sieg über die Lebende, verstoßen die Rebellion zu unser Rücken. Kehre zum Überrest des verstoßenen Lagers zurück, um Überlebende zu finden. So, das ist die Stabilität. Ja, aber ich bin jetzt hier und wo kehre ich denn dahin? Enthält unvollständigen Pfad. Wenn ich jetzt das drücke, sind die anderen alle weg. Weiß ich nicht. Muss ich testen? Whatever. Keine Ahnung, schon hat er mich jetzt hier geportet. Das ist jetzt wieder was anderes. Das ist keine so Monolith-Ding. Das ist irgendeine Quest wieder, oder? Willst du keine Monster? Okay. Natürlich gibt es hier Monster! So, was haben wir denn hier? Gegner, mehr Ausdauer, Gesundheit, Gegenstand, Seltenheit und Erfahrungsgewinn. Okay, passt doch. Einhand wieder. Und hier ist kein so Stabilitätsding. Ich will jetzt irgendwo hin, wo es das Besondere ist, oder nicht? Ich habe ja irgendwas da gedrückt zum Porten. Bewundere Leute, die sich das alles durchlesen und dann sofort verstehen, was das hier ist.
Aber da ich so einen Hack und Schlag nicht so gespielt habe, nur mal 4 Minuten Diablo oder sowas, das wird es schon Ähnlichkeiten haben, aber keine Ahnung, weil ich weiß ja auch nicht. Normale Gestalt, Gacke jetzt. Aber mit ein bisschen mehr EQ versteht man das ja eh. Aber da bin ich der Falsche für. Da bin ich der Falsche für. So, falsch, Plastik. So, hier müssen wir irgendwo hin irgendwas machen, anscheinend. Rangers sind jetzt nicht das Geilste hier. Die mich immer anhauen. Da leben nur welche. Was ist denn mit dir? Geh doch kaputt! Geh doch kaputt, du Dude! Was ist denn hier jetzt gewesen eigentlich? Besiege die Nekromanten, die Barriere aufrechterhalten. Okay. Da tun wir eine Barriere hier. Oh, normale Gestalt, wild. Oh, da ist wieder so ein Steinfuzzi. Den haben wir ja lange nicht mehr gesehen. So eine Drecksau mit den Steinen hier. Ja, den haben wir lange nicht mehr gesehen. Jetzt kommen die alle wieder, die Säcke hier. Schau mal an hier. Kannst du dir nicht vorstellen. Ja, ist gut. Mhm, die haben mich zu der Zeit auch gestört. Oha, schon wieder einer da. Wenn wir nach dem Loot hier schauen. Erhöhter Schaden im Laufe der Zeit, erhöhte Ding plus 102 Ausdauer. Nee, nichts für mich. Aber das Ding können wir uns mal nochmal genauer anschauen. Aber Crit 52, 14. Erhöhte Schaden im Laufe der Zeit, 6, was ist denn 102 Ausdauerschwelle? Was ist denn Ausdauerschwelle übersetzt? Oh. Hab ich irgendwas weggeschmissen aus Versehen? Zu meinem alten Ring, oder? Weißt du, was Ausdauerschwelle heißen soll? Oh je, so ein Ritter der Talfahrt und der haben wir hier. Den haben wir schon von Anfang an gestruggelt mit den Viechern hier. Du brauchst echt gut Schaden bei dem, ey. Ah, oh, wollte ich eigentlich raus, aber da machst du nichts. Ja, der hat so viele Fähigkeiten. Oh, da ist noch so ein spezieller Typ hier. Ist denn mit denen noch spezieller Typ jetzt am Start oder was? Oh, noch so ein schöner. Noch einer im Schild. So ein Hexendoktor oder wie? Ach, war es das schon mit der Quest? Das sind die Quests gewesen. Ah, okay. Na dann, wenn du ein spezieller Questfuzzi bist, dann darfst du ja. Mehr Mana weg. Bereichsfertigung. Erweitert der Bereich für Bereichsfertigkeiten. Das AOE? Mehr AOE oder was? Bereichsfertigkeiten. The fuck? Ding ist, wie ich schon gesagt habe mal vorher.
Wenn ich das auf Englisch stelle, verstehe ich ja theoretisch noch weniger. Kann ich mir zumindest vorstellen, was damit gemeint ist hier. Der Stiefel der Erneuerung, 30 Bewegungstempo, ist mehr verringert. So. Was haben wir hier? Kehre zur Barriere zurück. Normale Gestalt wild, aber jetzt ist die Gestalt richtig. Suche nach Spuren der vermissten Verstoßenen. Ich mache jetzt, ich glaube, ich mache jetzt Sidequests. So, Echo erobert. Das war doch so ein Echo. Echo-Dings. Wo sind wir eigentlich? Hier? Benutze das Portal. Okay, fertig. Okay. Gut, ich habe anscheinend sowas fertig gemacht. Yes. Haben wir. Und hier. Okay, anscheinend erobere die Quest Echos der Zeitlinie. Reisen. Alternative Zeitlinie, Fall der Verstoßenen. Hä? Abgeschlossen. 187, was heißt das? Du stabilisierst der Zeitlinie bis zu diesem Punkt, wirst du einen Schlüsselmoment in der Geschichte der Zeitlinie freischalten. Okay, ich habe 87, ich deswegen plus eine Echos 4. Ich mache doch mal hier, dass ich. Geht es dann noch weiter? Oh mein Gott. Was ist das, was ich hier tue? Diese Quest, erobere die Quest Echos der Zeitlinie. Na dann, machen wir halt. Das geht anscheinend bis ins Unendliche. Und ich weiß nicht, was ich hier tue. Wie so immer. Aber anscheinend ist das vielleicht so eine Art Endgame, wo man Gear farmt, wenn man weiß, welches Gear man genau braucht. Weiß ich ja, laut dem Loot-Filter, aber ich glaube nicht, dass noch ein Endgear da ist, bis jetzt. Aber ob man diesen Bereichen schon das beste Gear kriegt, weiß ich ja auch nicht. Oh, da steht Level 58, Level 58, oh Gott, was ist das hier? Ach, die kennen wir auch schon, diese scheiße Stampfen und auch Nerven. Alle nervige Gegner kommen jetzt zurück. Das sind alle auf einem Haufen. Das ist schön. Das ist hübsch. So muss das sein. Oh, keine wilde Gestalt. Oh, noch einer. Jetzt. Yo! Genau, darf ich in Echo sterben? Du wurdest getötet. Das ist ja die Frage. Echo einer Welt? Nee! Oh, wie geil, wusste ich nicht. Okay, jetzt haben wir es mal herausgefunden. Ich darf nicht in einem Echo sterben.
Aber ich darf es dann einfach nochmal machen. Gegner erlangen Raserei und Hast, wenn sie getroffen. Ja! Okay. Durch Tod im Echo verlorene Belohnungen. X. Was heißt das? Was ist das so ein... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Das ist ja, interessant, dass wir nicht sterben. Da muss man halt ein bisschen vorsichtiger spielen. Und ich muss halt schauen, dass ich immer die Gestalt anhab. Alles gut. Das erste Mal gestorben ist im Echo. Passiert. Ja, der Schaden von dem war halt echt krass. 200%ige Chance auf kritischer Treffer. Ja, bist blöd. 200%ige Chance auf kritischer Treffer. Okay, das ist natürlich in der normalen Gestalt absolut tödlich. Das ist halt in normalen Gestalt absolut tödlich, ey. Aber dieser Bonus ist nicht mehr da. Habe ich den nicht mehr, weil ich gestorben bin, oder war der eh nie da hier in diesen. Echos. Das ist immer irgendwie anders hier, das Ganze. Hey, zu viele Sachen am Boden, um auszuweichen. Ich muss ja stehen bleiben, Schaden zu machen. Das ist frech. Das mit der Raserei ist krass, Alter. 200% erhöhte Crit-Treffer ist heftig. Ja, einer. Ich dachte, jetzt irgendwas Cooles, weißt du? Oh, normale Gestalt gleich. Ich hole anscheinend immer mehr. Oh, ich glaube, das hält aber meine Splitterform auch nicht aus. Na doch. Oh, nee. Alter. Abnormal. Abnormal der Schaden hier. Weil diese fetten Viecher hier, wenn ich da nicht aufpasse. Aber wenn da drei Stück sind, die irgendwelche AOE-Sachen machen, bin ich halt auch ein bisschen verloren. Sag ich, wie es ist. Oh, normale Gestalt weg. Oh mein Gott. Nicht riskieren, Alter. Ich kann die ja schon schnell wegmachen, aber... Da ich jetzt weiß, ich darf nicht sterben, würde ich halt ein bisschen vorsichtiger spielen. So wie ich es jetzt tue. Aber auch nicht zu sehr. Das ist, wenn ich dann immer wieder warten muss auf die normale... Auf die Reaper-Form, Schnittergestalt ist halt auch langweilig. Glaube ich halt immer dumm rum und warte auf die Gestalt, dass der Cooldown wieder ready ist. Deswegen brauche ich unbedingt Cooldown-Reduktion. Normale Gestalt. Boah, und sofort im einem drin gestanden. Achso, es bringt nichts,
lang das Ding an ins Handtank zu nehmen. Jetzt kann ich erst. Ist aber nur schnell kaputtboxen, ey. Zwei Hand, 82 Schaden. Könnte vielleicht was für mich sein. Und die Mobs sind halt so entfernt, dass meine Reaper-Form ausläuft. Das ist halt auch so eine Sache. Oh, normale Gestalt habe ich vergessen. Habe ich gesehen, nicht gesehen. Boah. Das ist wieder ein besonderes Ereignis hier. Ich muss auch wieder kurz warten. Der Trank bringt nicht, solange meine E-Fähigkeit an ist, denn die reduziert mein Leben immer auf 30% oder 33% halt. Das ist halt die Spielweise von dem. Das ist unangenehm, dass ich immer wieder rumlatschen muss und kiten muss. Oh, der ist krass. Die sind heftig. Die haben. Die halten viel aus. Echt erobert. Zweihand. Erhöht der körperliche Schaden. 293 plus 2 Labute. Das Ding ist, das finde ich geil. Das Ding finde ich stark. Aber 12, aber Angriffsgeschwindigkeit auch langsamer. 82. Hier steht sogar, erfordert 52, Rang 1 irgendwas. Erfordert 54. Plus 2 alle Attribute, ist schon geil. Machen wir das rein. Ja, haben wir halt. Haben wir halt jetzt gemacht. Ich tue meinen jetzt trotzdem Nahkampfsangeschwindigkeit hier rein. Und mal schauen, was ich davon dann noch brauche, ob ich es nutze. Aber ich merke das halt eh nicht. Feuerbeständig. Multiplikator für kritische Treffer. Zepter. Grundkampfschaden 60, Wächter, Körperrüstung, ja, nichts für mich. Yes. Das stört manchmal nicht, wenn du einen Charakter spielst, warum auch Rüstung von anderen Schaß drauf müssen. Aber das ist ja, wenn du das Spiel nicht solo spielst, dann hast du ja Shared Chest, aber ich glaube, ich habe das gar nicht. Geht das echt unendlich weiter? Das geht echt unendlich weiter, Alter. Und in dem Video hieß es, oder bei der Seite hieß es, wo ich gelesen habe, dass du da bestimmt auch fahren musst für dein Gear. Anscheinend bestimmte Echos droppt bestimmte Sachen, klar. Schneebedeckte irgendwas. Ich glaube, ich krieg diesen Loot in der Mitte nicht,
wenn ich mal sterbe. Ich glaube, die werden jetzt immer stärker hier. 20% erhöhten Schaden. Boah, und mit dem Crit. Stimmt, das hieß, dass das ist 3. Also 20% erhöhten Schaden und 200% mehr Crit. Das ist ja nicht ohne. Das ist ja nicht ohne dieser Affix hier. Nenne ich ihn einfach jetzt mal. Ob die Waffe jetzt stärker ist, weiß ich nicht. Okay, in der Form kann ich erhöhen das Leben hier. Spuckende Viecher hier. Achso, ich dachte, die gehen noch, aber die sind so dunkel geworden, als sie gestorben sind. Oh, normale Gestaltwelt. Aber müsste gehen, oder? Hier die paar. Was war das, die Fähigkeit aus, ist dann heilen? Ja, ist heftig. Ist heftig mit der Gestalt. Ist heftig mit der Gestalt. Ein komischer Kreis am Boden. Kann man da auch nicht so gut erkennen eigentlich. Aber es ging jetzt. Könntest du zumindest sehen. Was denn nicht kommt, meine Gestalt läuft ab. Ist fies. Dann schicken die mich mit der normalen Gestalt ins Rennen hier. Schild auch weg. Ich krieg ja ein Schild. Ja, aber das ist halt auch nicht so krass wie die Gestalt an sich. Ganz kurzes Schild. Der schöne Typ hier. Meinst du, ich kann die Gestalt halten noch? Ja, gell? Ich hoffe doch. Gut, dass diese Dinger spawnen oder was? Der ist da unten. Ah ja, das spawnt die. Oh, normale Gestalt. Weg. Muss kurz kiten. Am besten da, wo ich noch nicht war.